Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mit Bacteria was Interessantes probieren, nämlich ein Achievement freischaffen oder freischalten, welches sozusagen dann freigeschaltet wird, wenn man es schafft, das Spiel zu gewinnen in unter 365 Tagen. Und wie wir das machen, das gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es hin. Also, entweder, nee, das mache ich mal nicht. Wir brauchen eventuell auch mehr Punkte. Das heißt, gehe ich mal hier auf mehr durch die roten. Okay. Transmissions, das ist immer gut. Transmissions macht immer Spaß. Das ist immer gut. Native Biome. So, da fängt es ja schon mal an. Also, ich habe vor, entweder in Ägypten oder vielleicht sogar, ja, wir können vielleicht sogar Nachbarland nehmen, was ein bisschen bessere Anbindung eventuell hat. Obwohl, ja, ich weiß nicht, ob es besser ist. Aber ich denke mal, wir nehmen eventuell ein. Oh, ich weiß nicht. Ist das ein trockenes Land? Das ist das hier gar nicht. Ja, doch, nehmen wir ein Native Biome, aber das hier. Entweder überall oder es ist halt besonders gut in trockenen Gegenden, trockenen Klimata. Überall. Give your play gemeine Bonus. In all environments. Ja, doch, das passt schon. Wir probieren es einfach. So, und wir möchten, dass die Symptome nicht mehr kosten. Also Ziel ist es, in unter 365 Tagen das zu schaffen. Ich werde es erstmal auf Casual probieren. So, und wir nennen das dann ...365 Days. Irgendwie so, ach, ich weiß es auch nicht. So. Okay, also wir hätten hier oder da. Spricht hierfür. Heiß und dieses Zeichen, was ich irgendwie immer noch nicht weiß. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Oder arm. Wir nehmen das hier. Doch, das finde ich besser. So, Hot Temperature. Weak and used to hot. Temperature. Okay. So, ups. Erstmal nochmal wieder hier angewöhnen, wie wir das machen. Okay, Leertaste, genau. Also, wollen natürlich möglichst viele Punkte hier kriegen. 6 Punkte, sehr gut. So, 10, zack, Pause. Okay, wir fangen mal an mit Sachen, die... fangen wir sogar vielleicht sogar hier mit an. Rash. Schwitzen und Skin Lesion. Ist das hier? Wo haben wir die denn? Anämie. Ach, das hier. Genau, das, dadurch wird es sehr infektiös. Ich glaube, jetzt geht das schon. Ja, Skin Lesion. Und danach würde ich sagen, nehmen wir... Wasser, Luft eventuell und Insekten. Insekten ist für heiße Klimata und das haben wir hier. Ja. Und Arm auch, ne? Also das ist alles gut. Zack. Können wir schon was nehmen. Fangen wir mit Wasser an. Ja, nehmen wir mit Wasser. So, und Insekten. Gut. Zack, und das nächste Land haben wir auch schon. Luft. So, und worauf wir halt achten müssen, ist, dass wir diese tödlichen Symptome zwischendurch immer wegmachen. Aber das ist schon in Ordnung. Kriegen wir hin, das kennen wir ja auch schon. Und das ist Casual, das heißt, es geht hier wesentlich schneller, denke ich mal. So, ja. Ja, das erste Schiff nach Amerika gekommen. Und dann können wir auch schon mal Drug Resistance runter machen. Genau. Jo. Es geht gut. In 365 Tagen. Also ich bin mal gespannt. 365 Tage. Sie haben sich selbst schon den Timer gesetzt. Sie haben schon festgestellt, dass es diesen Timer gibt. Wie teuer sind die hier? 17, 18, 23.
Ja. Machen wir erstmal das, genau. So. Oh ja, das geht hier richtig gut. Oh, ich habe nicht ganz rausgezoomt. Zack. Dann Wasser. Zack. Okay, 23 wird es wohl noch nicht haben. 28, das wird reichen. So, jetzt aber. Das ist schon ein sehr guter Start zu verbreiten. Eventuell kann es sein, dass wir Pech haben, dass Grönland nicht mitspielt. Deswegen gucke ich hier gerade mal. Ob wir vielleicht als nächstes... Ne, wir machen gleich Kälte. Das kostet 13. Haben wir? Dann gleich Doppelkälte, damit wir gleich für die kalten Gebiete gut ausgerüstet sind. Und dann müssten wir eventuell schon mal gleich die nächsten Symptome uns dazu holen. Und zwar... Husten und Schnupfen, genau. Damit haben wir auf jeden Fall gute Sachen. Das hier ist auch nicht schlecht. Und danach auch hier das, ja, gut. Oh ja, das verbreitet sich gerade richtig schnell. Sieht das aus? Oh ja, oh ja, oh ja. Da können wir hier nochmal ein bisschen was dazu holen. Genau. Nehmen wir erstmal nur das. Hauptsache nicht so viel tödlich Sachen Kram dazu. Sowas. Das ist schlecht. Abszesse. Ne, lassen wir es mal so. Mal eben weiterlaufen. So, und ich habe jetzt vergessen, wann wir mal gestartet sind, aber das passt schon. Mal gucken. Ich glaube, als nächstes, sobald wir genügend Leute auf der Welt haben, die infiziert sind. Jetzt hier das zum Beispiel. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Es fehlen nur noch hier diese paar Länder. Symptome. Nehmen wir nochmal eine Nekrose dazu. Damit ist es super. Zack. Jawohl. Jetzt brauchen wir nur noch einmal Fieber. Das ist auch gut. Ein Schiff jetzt hier rüber. Komm. Ja. Super. So. Wie sieht das hier aus? Okay, jetzt haben wir fast schon alle Gebiete. Es ist jedes Land betroffen. Es sind noch 52 Millionen, die... ja. Das hier vielleicht noch. Die eben... Ne, ihr wisst schon, noch gesund sind. Ich denke nämlich gerade ganz stark nach. Vielleicht hier so das noch. Mache ich schon das hier? Ich glaube, ich warte noch eine Sekunde, bis Grönland sich hier gut ausbreitet. Oh ja, das passt. Ich glaube, wir haben genug Punkte für alles. Jo. Vielleicht ein paar Abilities. Kostet 10 Punkte. So. So, wir haben alle, ne? Ja. Und es ist absolut tödlich. Wow. Und das, also natürlich ist auf Casual. Das ist wohl wahr. Wir haben alles hier. Können natürlich das noch ein bisschen drücken.
So. Aber das haben wir jetzt auch geschafft. 15 Millionen. Bäm. Also ich hoffe, dass jetzt das Pop-up kommt und... Okay. Komm, 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 komm. Wie viel? Wie viel haben wir gebraucht? 288. Insane Bolt. Ich glaube, das soll sozusagen Usain Bolt sein. In 288 Tagen. Auf Casual. Für dieses Achievement. Ist natürlich, ja, einfach. Es ist einfach auf diesen Achievement, wenn man eventuell auch schon die passenden Gene freigeschaltet habt. Ja, falls ihr das auch mal probieren wollt, könnt ihr auch probieren, mal auf höheren Schwierigkeitsgraden das zu machen. Das war sozusagen ein Achievement, was ich euch zeigen wollte. Insane Bolt. In 288 Tagen, also unter 365 Tagen muss man schaffen. Natürlich auf Casual, aber ja, sehr gut. Kann man hier eigentlich sehen, welche Achievements ich schon habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal sehen, unter den Freunden. Ach, guck mal. Gary, wie auch immer. Anscheinend soll ich deinen Namen falsch ausgesprochen haben. Ich weiß es nicht. Gary? Weiß ich nicht, wie man deinen Namen noch alles aussprechen kann. Das sieht nach Cheat aus, oder? Ganz klar, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ja, 2 Milliarden hier, oder was sind das? Ja, 2 Milliarden, 67 Millionen. Virus. Auch. Fungus. Ja, natürlich, ganz krass. Aber ich hätte gerne mal gesehen, ob es hier irgendwo Help and Info. Version 0.51, okay. How to play, ne? Options. Accessibility. Ja, okay, das ist alles hier noch nicht drin. Okay, cool. Dann wollte ich mal direkt mir die anderen Achievements anschauen und mal gucken, was man noch so Lustiges machen kann. Also ich dachte mal, dieses Achievement wäre halt besonders interessant für die Leute, die das vielleicht auch mal kriegen wollen. Und das haben wir jetzt ja auch geschafft. Sehr cool. Und mal sehen, was ich euch in der nächsten Folge zeige. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für diese Folge, dass ihr reingeschaltet habt. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und vielleicht auch ein paar Kommentare. Und wir sehen uns dann bestimmt bald wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.